Peggy 18. Schönen guten Tag, hier sind Paul und Matthias von Capcom Germany. Und wir haben heute die Freude, euch die ersten richtigen Spielszenen aus Umbrella Corps zu präsentieren. Das ist ein im Resident Evil Universum spielender Team-Shooter, der Anfang 2016 digital auf PC und PlayStation 4 erscheint. Und einige ziemlich abgefahrene Überraschungen im Petto hat, wie ihr gleich selbst sehen werdet. Genau, denn ihr seht schon, hier treten Team Alpha und Team Bravo im One-Life-Match gegeneinander an. Das Fiese des One-Life-Match, jeder Teilnehmer hat genau ein Leben zur Verfügung. Also wenn man erwischt wird, und das kann schnell gehen, kann man nur noch zugucken und mitfiebern. Das Team, das als erstes die komplette Gegnermannschaft erledigt hat, darf natürlich sich im Triumph baden. Ja, hier am Anfang wurde auch gleich schon das Motto verkündet, Kill anything that moves. Da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen, würde ich sagen. Was man aber sieht, ist, dass es einfach verdammt viele Möglichkeiten gibt, anything that moves zu killen. Also an den Gegner heranzuschleichen, durch Lüftungsschächte zu kriechen, dem Feind in den Rücken zu fallen. Wichtig ist, dass man immer in Bewegung bleibt. Und das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil die Karten sind sehr klein. Die Gefechte sind dadurch extrem schnell. Und genauso sieht man, ein bisschen untypisch vielleicht für Resident Evil Spiele, auch das neue analoge Deckungs- und Zielsystem in Aktion. Das ist ein sehr flexibles Kontrollsystem, das man so auch eigentlich noch nicht aus anderen Third-Person-Shootern kennt und euch erlauben wird, so mit sehr hoher Präzision aus der Deckung zu agieren. Also ihr könnt immer selbst bestimmen, wie weit ihr euch aus der Deckung hervorwagen wollt, wie viel Risiko ihr gehen wollt. Und hier sehen wir, was passiert, wenn der sogenannte Zombie-Jammer kaputt geht. Das ist ein Gerät, das normalerweise dafür sorgt, dass einen die überall herumstöhnenden Zombies schön in Ruhe lassen. Da gibt es vermutlich auch einen betörenden Geruch zu, oder? Man weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auch eine schöne Merchandising-Gelegenheit. Egal, das Teil ist sehr, sehr praktisch und wenn der Zombie-Jammer erstmal kaputt ist, dann hat man auf die Zombies auf einmal eine ganz ähnliche Anziehungskraft wie ein Honigladen auf einen ausgehungerten Bären. Man sieht es ja gut, das ist eine ziemlich fiese Taktik, einfach mal den Zombie-Jammer des Gegners kaputt zu ballern und nicht direkt auf den Gegner zu schießen. Und dann kümmern sich die Zombies um den Rest, würde ich sagen. Ja, und dann kommt dieses You are dead schneller als man denkt. Und hier auch sehr schön zu sehen eine weitere Taktik, um sich ein bisschen mehr Raum zu verschaffen. Einfach verschlossene Rollläden öffnen. Das ist natürlich ziemlich fies, wenn direkt dahinter ein Feind lauert oder zwei. Aber man ist nicht ganz wehrlos, denn man kann immer noch mit einer Hand ballern. Und dabei vor allem im Team vorgehen. Denn gerade wenn da zwei Gegner lauern, Umbrella Corps ist kein Spiel für einsame Wölfe. Man muss echt immer sich gut abstimmen. Ja, das ist ein Team-Shooter mit extra Dollar, extra deutliche Betonung auf Team. Und hier hatten wir gerade auch sehr schön gesehen, das Zombie-Beil. Das ist nämlich eines der abgefahrenen Extras in Umbrella Corps. Ein fieser Schädelspalter, mit dem sehr überraschende One-Hit-Kills möglich sind. Aber du musst natürlich erstmal nah genug an den Gegner rankommen. Das ist richtig. Und selbst wenn du das schaffst, bedeutet das Zombie-Beil noch lange keinen garantierten Kill. Denn mit einer gut getimten Gegenattacke kann man den Angriff ziemlich gut abwehren. Wenn er dann doch gelingt, ist es aber echt sehr, sehr befriedigend. Das ist wohl wahr. Das kommt nicht so oft vor, aber es schafft einem ein gutes Glücksgefühl. Was ihr vielleicht auch schon gesehen habt, man kann sich natürlich auch unter den Zombies oder zwischen den Zombies verstecken. Einfach mit in die faulige Herde legen und warten, bis der Gegner kommt. Vielleicht bemerkt einen auch gar nicht. Ja, und man nimmt dann schön den Geruch an. Das ist natürlich auch sehr, sehr hübsch. Können wir leider im Video nicht zeigen. Noch nicht, wir arbeiten dran. Und hier hatten offensichtlich zwei die gleiche Idee, nämlich schön durch den Lüftungsschacht kriechen. Tja. Sollte man aufpassen, weil wenn einer entgegenkommt, wird's eng. Ja, das ist auf den kleinen Maps keine sehr gute Idee, das Campen. Jedenfalls nicht längerfristig. Also ganz wichtig ist wirklich, dass man die Maps schnell in- und auswendig lernt und genau weiß, wo man taktische Vorteile hat und wie man am besten vorgeht. Ja, und offensichtlich war es das auch schon wieder. You are dead. Tja. Das war unser erster kurzer Blick auf Umbrella Corps. Das Spiel erscheint Anfang 2016 digital auf PlayStation 4 und PC zum Preis von 29,99 €. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.